Jo Mois, willkommen zurück zum neuen Video. Und zwar, falls ihr immer mal wieder im Hintergrund irgendwie so leichtes Klicken oder so hört, das ist, weil Chris gerade Bilder bearbeitet, weil wir heute shooten waren. Und ja, ich kann euch hier mal meinen Snapchat und mein Insta einblenden. Oh fuck. Falls ich mal immer wieder ja einen Stream mache oder so oder halt was hochladen, Snapchat eigentlich täglich. Ich habe eigentlich immer Snaps in meiner Snap-Story. Dann könnt ihr das gerne mal auschecken und ja, ihr seht halt, was in meinem Leben so abgeht. Falls da wer Interesse hat. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Heute ein kleines Review bzw. im Vergleich von den Fear of God Military Sneaker. Ich habe jetzt einmal hier in schwarz die Nylon-Version und einmal hier in diesem Money Green, nenne ich es, die Leather-Version. Und ja, ganz allgemein zum Schuh, der ist im Juni 2016 gedroppt, der im Oktober 2016, also ziemlich schnell nacheinander sozusagen. Und ja, vorab, der Schuh hat knapp 1200 Euro Retail gekostet. Ich glaube beide, ich glaube, dass der etwas teurer war, wenn ich mich nicht täusche. Und die habe ich von einem guten Kumpel von mir gekauft, beide in der Size 42. Ich trage normalerweise 42, 42,5. Passt mir eigentlich perfekt, wäre vielleicht, wenn ich ihn unbedingt etwas enger möchte, vielleicht eine 41 auch ganz nice gewesen, aber ich meine eigentlich, dass es nicht viel Unterschied macht. Er passt mir trotzdem perfekt. Und ja, allgemein zur Verarbeitung jetzt. Der Schuh, wie gesagt, ist aus Nylon. Ich finde trotzdem, dass der saustark verarbeitet ist. Natürlich für 1200 Euro kann man das auch erwarten. Wobei ich sagen muss, dass die Lederversion um einiges nochmal besser verarbeitet ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man sieht. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so runtergehe und wieder hoch, sieht man halt, dass es halt mega kurzes Leder ist, aber mega krasses Leder. Also, keine Ahnung, da ist zum Beispiel der Dunk eigentlich ein Witz dagegen. Und ja, wie gesagt, Lederversion von dem Schuh ist übertrieben krass verarbeitet. Wobei ich sagen muss, dass die Nylon-Version auch ganz gut verarbeitet ist, aber je nachdem, ob man halt eher lieber einen Nylon-Schuh trägt oder halt so einen Stoffschuh oder einen Lederschuh sozusagen, liegt bei jedem selbst so, was er halt bevorzugt, keine Ahnung. Ich finde halt, in dem wird halt extrem schnell heiß im Sommer, weil halt Leder für mich, keine Ahnung, gibt dem Fuß ein anderes Gefühl. Und ja, jetzt allgemein zur Verarbeitung habe ich ja, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber er hat Dreifachnähte, auch Doppelnähte und so, also man kann echt, also ich kann allgemein gar nichts bemängeln an diesem Schuh. Ich finde einfach, dass der perfekt produziert wurde, so hier auch komplett hingenäht, also da löst sich auch nichts am Schuh, auch wenn du hinten reinschlupfst und mal hochziehst, dass man halt bei anderen sieht, ja, da löst sich was, der Kleber ist nicht gut oder irgendwas. Hatte ich bei dem Schuh noch nie. Finde auch, dass der ganz geile Details hat. Hier hinten zum Beispiel an der Sohle steht Fear of God. Dann halt diese ganz normale Sohle, was man vielleicht von den Rick-Schuhen kennt. Diese, ja, keine Ahnung, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Hat hier, also an beiden Schuhen, ich habe sie jetzt hier mal aufgemacht, hier zu. Re-Zips sind extrem stark. Ich habe noch nie einen Schuh gesehen, wo der Re-Zip irgendwie gerissen ist oder aufgegangen, oder man kennt es ja von den Yeezys, von den 750s, du ziehst ungefähr 5 Mal an und das Ding ist am Arsch. Zum Glück ist bei mir noch nicht passiert, aber ich hatte meine auch schon ewig nicht mehr an. Ja, wie gesagt, extrem geiler Schuh, kostet halt 1200 Euro. Muss jeder für sich selbst wissen, ob er so viel Geld in den Schuh investieren mag. Was ich richtig krass finde, dass Jerry, also der Designer sozusagen, beziehungsweise der Owner of Fear of God, extrem krass viel Geld, Zeit und wahrscheinlich Depressionen und alles in das Produkt sozusagen reingesteckt hat. Der hat über 100 Silhouetten entworfen, um aufs Endprodukt zu kommen, wo ich echt mir denke, Digga, was geht bei dir falsch, Alter? Der war da wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange man oder wie schnell man da zwischen den Silhouetten wechselt, aber dass man alleine 100 Silhouetten herstellt, um dann aufs Endprodukt zu kommen, Digga, auf jeden Fall Props. Wie gesagt, finde ich einer der schönsten Schuhe. Und was man halt am Unterschied merkt sozusagen, ihr werdet es vielleicht sehen, vielleicht blende ich es euch auch nachher nochmal ein. Man hat hier eben bei der Leder-Version eben das normale Creasing, was man kennt an der Toebox, und halt bei dem Nylon diese Falten. Keine Ahnung, ich finde eigentlich beides nicht schlimm, weil man halt, ja, einen Schuh trägt man halt so, der nutzt sich halt ab, beziehungsweise, ja, bei jedem Schuh hast du es eigentlich an der Toebox, dass er irgendwie creased oder Falten wirft, so, das ist halt normal. Und noch zu guter Letzt, wahrscheinlich juckt es jetzt keinen mehr, aber ich möchte noch ganz kurz
auf die zwei Boxen hier eingehen. Das wäre einmal hier eben der von Money Green oder halt, der heißt eigentlich Money Green, der heißt Mela, heißt Apfel, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und halt hier unten dem von dem ersten Drop eben. Und ja, ist eigentlich im Endeffekt der gleiche Karton. Man hat halt in dem Karton noch so ein paar Sachen. Ich mache jetzt hier mal auf. Man hat halt hier diese Straps, die ich übertrieben unnötig finde, weil ich finde, dass der den Schuh fünfmal hässlicher macht. Dann halt wie bei jedem Schuh eigentlich halt Dustbags im High-End-Bereich so. Dann halt hier nochmal Laces drin in dem Ding. Hier nochmal zwei paar Laces. Und ja, keine Ahnung. Ist halt so eine typische High-End-Verpackung. Hier ein paar Laces, da ein paar Dustbags, dies, das. Was ich auch ganz cool finde, dass hier so ganz, ich weiß nicht, ob man sieht, so, das schimmert so, Fear of God, finde ich eigentlich ganz geile Details so. Ist halt ein ganz normaler Schuhkarton. Bruh. Ist halt ein ganz normaler Schuhkarton, wie bei allen High-End-Kicks, eher etwas stabiler. Und ja, dann würde ich sagen, das war es eigentlich schon mit dem Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr gerne mir bei Snapchat schreiben. Ich antworte eigentlich so gut wie jedem. Und nehme mir da auch eigentlich Zeit für die Leute, falls die irgendwelche Fragen haben. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, servus.